Seit dem 24. Februar sind Menschen aus der Ukraine auf der Flucht vor dem russischen Angriffskrieg. Über die angrenzenden Länder wie Polen und Tschechien kommen sie nach Deutschland. Wie hier am Drehkreuz Cottbus gelangen sie dann in die verschiedenen Kreise und somit auch in den Landkreis Oberspreewald-Lausitz. Dies stellt sowohl die Bürger als auch die Kreisverwaltung des Landkreises OSL vor Herausforderungen, denen man sich in den letzten Wochen tatkräftig gestellt hat. Ja, das hätten wir uns natürlich vor einigen Wochen überhaupt noch nicht träumen lassen, dass wir uns tatsächlich mit den Folgewirkungen des Ukraine-Krieges auseinanderzusetzen haben. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Und wir haben natürlich vom ersten Tag an unsere Aufgabe erkannt, dass wir die Unterbringung, Betreuung auch von geflüchteten Menschen als Aufgabe gesehen haben. Das war ja relativ schnell absehbar. Und insofern sind wir sofort in das Gespräch mit dem Land Brandenburg gegangen, insbesondere aber auch mit unseren Kommunen, mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern, um sozusagen die Situation erstens zu besprechen und zum Zweiten auch zu gucken, wie können wir die konkrete Unterbringung organisieren. Millionen Ukrainer sind bereits auf der Flucht und Tausende von ihnen haben ihre Wohnung sowie ihr Hab und Gut komplett für immer verloren. Nun müssen sie hier bei Null anfangen. Doch welche Kapazitäten an Wohnungen stehen im Landkreis OSL derzeit zur Verfügung? Also mit jetzigem Stand haben wir ziemlich genau 100 Wohnungen bereits, die auch tatsächlich belegt sind. Und von der Planung her wird bis etwa Ende Mai nochmal so viel an Wohnraum dazukommen. Also dann schon 200 tatsächlich von Ortrand bis Lübbenau, wenn man es so sehen will. Und ein Partner neben vielen anderen ist tatsächlich auch die kommunale Wohnungsgesellschaft, die bereits ca. 60 Wohnungen hergerichtet hat. Wir werden dann am Anfang nächster Woche nochmal knapp 50 Wohnungen dazu bekommen. Also da ist richtig Entwicklung am Laufen. Alexander Erbert nutzte in diesen Tagen die Möglichkeit, sich bei der KWG in Schwarzheide eine Beispielwohnung anzuschauen und war sehr zufrieden. Doch für diese professionelle Arbeit benötigt es eine starke Mannschaft. Ja, wir haben uns als Krisenstab sozusagen für die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen organisiert. Da sind mehrere Fachämter des Landkreises beteiligt, beispielsweise das Bau- und Hauptamt, was für die Ausstattung verantwortlich ist. Darüber hinaus versuchen wir natürlich abzugleichen, wie viele Wohnungen haben wir denn, wie viele sind perspektivisch auszustatten und führen dann auch Gespräche mit den Vermietern, ob denn die Ausstattung gleich über die Vermieter erfolgen kann. Also das geht auf den einen Weg als auch auf den anderen Weg und funktioniert im Moment sehr gut. Ja, es gibt Mindestbedingungen, die wir erfüllen müssen. Die sind vom Land Brandenburg vorgegeben. Das sind wirklich ein Schlafplatz pro Person, ein Sitzplatz, auch eine Küchenausstattung dazu plus sanitär, so wie man es eigentlich auch kennt und erwartet. Und die Herausforderung im Moment ist tatsächlich die Menge, die wir beschaffen müssen. Und das ist sehr sportlich. Auch wenn die Ausstattung der Wohnung gesichert ist und somit die Flüchtlinge eine neue Wohnadresse haben werden, wird es für die Bewältigung der Integration nicht reichen. Dies sieht auch der Sozialdezernent Alexander Erbert so. Ja, also die klassische Unterbringung, ein Dach über dem Kopf sozusagen, das ist natürlich das Wichtigste, dass die geflüchteten Menschen erstmal zur Ruhe kommen, sich ein Stück weit finden kommen können. Und danach müssen wir natürlich eine soziale Betreuung anbieten. Das machen wir einerseits aus unseren Gemeinschaftsunterkünften und Wohnverbünden heraus. Aber in der Folge sind wir natürlich auch daran, das Ehrenamt mit einzubinden. Es gibt also wahnsinnig viele Helfer, die einfach mit anpacken im gesamten Landkreis. Und da versuchen wir einfach immer ein gutes Matching sozusagen zwischen geflüchteten Familien und den Hilfsangeboten, die vor Ort da sind, hinzubekommen. Also ich wünsche mir, dass weiterhin viele Menschen so gut mitmachen und sich auch sozusagen aufgeschlossen dem Thema gegenüberstellen, weil wir brauchen jede helfende Hand, wir brauchen Ratschläge, wir brauchen teilweise auch Übersetzer, die uns mithelfen und einfach Menschen, die die geflüchteten Menschen herzlich willkommen heißen und ein Stück weit auch in unsere Region integrieren. Ein erster Schritt ist also getan. Doch ob es am Ende für eine zweite oder für manche eine neue Heimat wird, bleibt abzuwarten. Die Gesamtlage in der Ukraine zeigt aktuell, dass es sich wohl um eine längerfristige Unterbringung handeln wird.